In der Eishütte Olympia Utsch in Obereich wurde vom Ferienpass eine tolle Aktion für die Kinder organisiert. Mit Kegeln und Spangelschießen wurden die Kinder super unterhalten. Die verschiedene Punkteanzahl beim Spangelschießen wird zusammengezählt und danach miteinander verglichen. Die höchste Punktzahl gewinnt natürlich. Ja, es ist ziemlich alle Jahre dasselbe, aber heuer bin ich überrascht, dass wieder 30 sich gemeldet haben und sie unterhalten sich ausgezeichnet, glaube ich. Das gefällt ihnen dann. Und man spielt ja dieses Spangelschießen. Wie geht das Spiel? Ja, das ist ganz einfach, so wie man halt sonst Eisschießen tut. Man muss halt auf die Spangen, was da oben hängen fahren, wo sie Ziel angeben ist, das muss man halt schauen, dass man ein bisschen was trifft, dass man mitmischen kann mit allen Teilnehmern. Und wie stellen sich die Kinder an? Ja, zum Teil ganz super gut. Leider Anfang ist schwer, ne? Das ist immer so. Oft, weil die Kinder die Kraft nicht haben für den Eisstock. Aber da kann man sich helfen. Man macht halt die Bahn kürzer dann, ne? Das auch ein Erfolg haben. Und gibt es da einen Spangerlschießverein? Oder wenn es einem Kind so gut gefallen hat, kann man sich da irgendwie anmelden irgendwo? Ja, sie können sich zu jeder Zeit anmelden, wenn Eltern sich zusammensprechen. Auf eine Partie, auf eine kleine, ist gar nichts dabei. Man geht gern her und gibt ihnen das alles frei oder stellt mir das alles zur Verfügung. Nach dieser Ferienpassaktion kann man natürlich noch einmal kommen, um gemeinsam das Spangelschießen zu trainieren. Zu solch tollen Spielen gehört aber natürlich auch eine Menge Spaß. Und den hatten die Kids auf jeden Fall. Wie gefällt es dir da? Sehr gut. Und was gibt es da für Spiele? Spangenschießen und Kegeln. Und hast du schon irgendwas gemacht? Ich habe gekegelt. Und das Spangenschießen, willst du das noch machen? Ja. Wie gefällt es dir da? Was gibt es da für Spiele? Es gibt Bowling und Stangenschießen. Und hast du schon beides gemacht? Ja. Und wie ist das? Ganz schön. Und wir versuchen die Zahlen zu treffen mit den Stangen. Was gefällt dir am besten? Bowling. So mancher traf mit seinem Stock die Spange mit der höchsten Punktezahl. Und im Winter beim Eisstockschießen wird man sehen, ob sich das sommerliche Training bezahlt gemacht hat.